Border allein. Das Hörbuch eines Depressiven. Von und mit Sven. Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. Ansonsten viel Spaß mit Border allein. Herzlich willkommen zu Border allein. Folge 69, wenn ich mich nicht verzählt habe. So, ihr Lieben, es geht los. Die Folge nennt sich Weihnachten. Weihnachten, schweres Thema für uns alle. Schweres Thema nicht nur für die Erkrankten, sondern schweres Thema für die alleine sind, für diejenigen unter uns, die vielleicht Verluste zu beklagen hatten, wie auch immer. Es ist eine schwere Zeit, für die Kinder natürlich nicht. Die Kinder freuen sich, draußen funkeln die Lichter. Ich kenne das selber von mir, als ich noch ein Kind war. Ich habe mich drauf gefreut. Es war logischerweise, es war was Besonderes. Und was ist es jetzt für mich persönlich? Es ist eine schwierige Zeit. Ich habe selber zwei Kinder und das ist das oder das ist der Grund, warum ich mich drauf freue. Dieses Jahr ist es für mich ein bisschen schwieriger als die Jahre davor. Das hat den einen oder anderen Grund. Und ich weiß aber auch, dass viele von euch da draußen einfach ein Problem mit dieser, ja, nicht mit diesem Fest, sondern mit der Jahreszeit als solches haben. Weil es ist alles ist harmonisch oder soll oder wird harmonisch rübergebracht. Alles ist familiär. Die Lieben treffen sich und sitzen zusammen und es wird die alljährliche Gans dann in den Ofen geschmissen und so weiter und so fort. Es ist das Fest der Liebe. Da, unterm Strich ist es das Fest der Liebe. Das Fest der Liebe ist jetzt in meinem Fall der falsche Ausdruck. Weil ihr wisst mittlerweile, dass mit dem Borderline und der Liebe, na, es ist ein grenzwertiges Ding. Ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Und ich merke, wie sich mein Zustand, je näher es an das Fest rangeht, wie der sich verschlimmert. So, das merke ich nicht nur bei mir, sondern das merke ich bei euch, also bei euch da draußen. Ja, ich merke das an den Resonanzen. Ich merke das an Erzählungen. Ich sehe es auch an meinen Podcast-Zahlen, weil ich weiß genau, dass der eine oder andere von euch sich zu dieser Jahreszeit, ich will nicht sagen, sich das nicht geben kann, aber in meinem Podcast sind ja immer Trigger, sagen wir es mal so. Und zu Weihnachten können diese Trigger noch heftiger ausgelöst werden. Oder noch intensiver. Ja, noch intensiver. Und von daher weiß und vor allen Dingen verstehe ich auch, dass es um diese Jahreszeit und um dieses kalendarische Ereignis, dass es schwerer ist, nicht nur meinen Podcast zu hören, nicht nur das alles auszuhalten, sondern auch damit umzugehen. Und dann guckt man natürlich, oder jeder Einzelne guckt natürlich, dass er sich so wenig triggern wie möglich aussetzt. Das tue ich auch. Ihr merkt selber, also gerade meine TikTok-Community merkt das, man ist weniger präsent, man ist eher so, man ist mehr in sich zusammengekehrt. Ja, man ist allgemein, man ist so ein bisschen introvertierter.
sagen wir so, man ist introvertierter und setzt sich mit vielen Dingen anders auseinander. Vielen Dingen wie man sich als Kind gefühlt hat, also dieses Familiengefüge, wie man Weihnachten eigentlich gesehen hat und jetzt nicht mehr sieht, wie man es trotzdem versucht, den Kindern schön zu machen, wie man es trotzdem versucht, es auszuhalten. Gar nicht negativ darstellen, um Gottes Willen. Weihnachten ist eine coole Angelegenheit eigentlich. In meinem Fall, und jetzt spreche ich ganz bewusst in meinem Fall, weil das ist nun mal wirklich, das kann ich nicht verallgemeinern. Ich kann nicht sagen, der typische Depressive feiert kein Weihnachten. Es gibt zu 1000% viele unter euch, die trotz der Erkrankung ein ganz normales Weihnachtsfest feiern können. Für mich ist es schwer, sage ich so, wie es ist. Für mich ist es sehr schwer, da eine Gleichheit in meiner Gefühlswelt reinzubekommen, das irgendwie zu kompensieren, das irgendwie auszugleichen, dieses ich bin eigentlich todtraurig, aber ich muss das Fest der Liebe feiern. Natürlich feiere ich das Fest der Liebe für meine Kinder, für Familie, Partner und so weiter und so fort. Aber es ist ein anderes Fest der Liebe. Es ist so ein, wie soll ich sagen, ein Loslassen der Emotion. Also das Wort Liebe oder das Wort Fest der Liebe ist ein anderes, als es diejenigen vielleicht kennen, die es auch wirklich als solches sehen. Ich versuche das wirklich so, wie soll ich sagen, so vernünftig wie nur irgendwie möglich zu erklären. Ihr merkt, da die richtige Wortwahl zu finden, ist unheimlich schwierig, weil es ein unheimlich schwieriges Thema ist. Das ist die einzige Zeit im Jahr, die wirklich dann, ihr kennt alle die Winterdepression, klar. So, aber dieses Fest der Liebe toppt das Ganze nochmal. Ja, das kommt noch on top, obendrauf, auf den sowieso schon sehr dunklen der Zustand dieser Jahreszeit. Und es drückt einfach noch mehr, als es vielleicht im August tun würde. Ich habe jetzt auch lange überlegt, ob ich über dieses Thema überhaupt sprechen soll, aber es betrifft ja nicht nur mich, sondern es betrifft ganz viele von euch da draußen und es betrifft auch die Angehörigen von euch. Und ich glaube einfach, dass jedes Kind oder fast jedes Kind Weihnachten als etwas ganz Besonderes empfunden hat. Und dieses ganz Besondere dann irgendwann als, ich will nicht sagen als Qual zu empfinden, aber als Bürde zu, oder als Last zu empfinden, das hat ja so eine Metamorphose, ja, das hat ja so eine Art Verwandlung irgendwann stattgefunden. Und irgendwann kam ja der Punkt, wo man gedacht hat, so, oh Scheiße, ist nicht so cool, wie alle anderen das finden. Und bei mir ist es jedenfalls so, ich wünsche mich eigentlich an den Punkt zurück, wo ich es noch wirklich schön fand, wo ich Vorfreude hatte, wo ich einfach mit den anderen lieben konnte. Ich habe selbst in den Zeiten, als ich Weihnachten als wirklich schön empfunden habe, das waren die letzten roundabout 10 Jahre, sage ich jetzt einfach mal, sage ich so mal als Hausnummer. Selbst da hat es mir ein Problem bereitet. Aber ich konnte mich darauf einlassen. Ich konnte mich auf dieses Gefühl einlassen. Ich konnte mich auf Familiäres einlassen. Das kann ich auch immer noch. Und der Tag als solcher, also ist egal, ob es jetzt der Heiligabend ist, erstes oder zweites Weihnachten, das ist alles, damit gehe ich schwanger. Ja, damit bin ich d'accord.
Die Zeit davor ist für mich exorbitant schlimm. Wirklich exorbitant schlimm. Jetzt gibt es natürlich in meinem Leben gerade wieder viele Veränderungen. Veränderungen, jeder sagt immer vor, Veränderungen sind doch was Tolles, was Positives. Naja, also sag das mal einem Borderliner oder sag das mal mir. Und grundsätzlich ist erstmal immer alles negativ. So, das aber nur am Rande. Aber ihr seht, zu Weihnachten oder auf Weihnachten hingesehen, wird dieser Rucksack, den man trägt, extremst voll. Und wenn der Rucksack voller Ziegelsteine ist und kein Ziegelstein mehr reinpasst, dann kommen Kieselsteine rein. Weil die finden immer irgendwo ihren Platz und machen den Rucksack noch ein bisschen schwerer. Stück für Stück für Stück. Und am Heiligabend, alle anderen packen ihre Geschenke aus und man selber nimmt vielleicht so ein, zwei Ziegelsteine und legt die mal auf Seite für den Abend. Aber man legt sie nur auf Seite. Ja, man schmeißt sie nicht in irgendein Mahlwerk. Und ich weiß, dass auch viele, die eine psychische Erkrankung haben, zu Weihnachten alleine sind. Und das ist nochmal on top eine Spur krasser. Viele von euch oder viele da draußen feiern an Weihnachten mit Menschen, mit denen sie eigentlich gar nicht feiern wollen, um nicht alleine zu sein. Mit nicht feiern wollen meine ich nicht, dass sie die Leute nicht mögen, sondern dass sie eigentlich ja auch dieses Familiengebinde haben möchten, dass sie auch Liebe spüren möchten, dass sie auch Weihnachten fühlen können, weil am Ende des Tages will man das fühlen können. Der psychisch Erkrankte hat's nicht so mitfühlen können. Oder wenn, dann mal wieder, ist der Peak der Gefühle relativ weit oben oder relativ weit unten. Und ihr müsst das so verstehen, diejenigen, die davon nicht betroffen sind. Ihr könnt das alles ausgleichen. Ihr könnt dieses Gefühl ausgleichen. Ja, ihr bewegt euch auf einer Referenzlinie. Da bewegen wir uns aber nicht. Sondern wir schießen nach oben und nach unten. Habe ich alles schon tausendmal erklärt. Und zu Weihnachten ist diese Sinuskurve, ja, die so wellenförmig verläuft, die schlägt nach oben und nach unten aus im Sekundentakt. Da, ja, das ist krass, damit umzugehen. Und birgt auf jeden Fall eins, birgt den Zustand, der sich dann Tag für Tag für Tag auf Weihnachten hingesehen verschlechtert. Bei mir ist es erfahrungsgemäß so, dass dann nach Weihnachten ist es dann auch wieder okay. Es ist dann ausgestanden, es ist vorbei. Es ist meistens auch gut gelaufen, das muss ich dazu sagen. Und man hat wieder 365 Tage Ruhe und kann sich eigentlich darauf vorbereiten. Aber warum sollte man das tun? Das ist ja noch weit weg. Wir haben ein Jahr Zeit und vielleicht wird ja nächstes Jahr besser. Wird's nicht. Aber wie soll man sich auch darauf vorbereiten? Weil die Gegebenheiten einfach jedes Jahr andere sind. Ich kann hier in dieser Folge keinem die Angst oder den Zustand nehmen. Ich kann mich auch nicht hier hinsetzen und sagen, ah, das wird schon. Ich kann das ja auch, guck mal. Nee, ich kann das auch nicht. Und die einzige Essenz vielleicht aus dieser Folge heute wäre, dass man damit nicht alleine ist, okay? Ihr seid nicht alleine mit diesem Gefühl, ihr seid nicht alleine in diesem Zustand, ihr seid nicht alleine mit diesem Druck im Kopf. Damit seid ihr nicht alleine oder mit dem Ziehen im Bauch, nennt es wie ihr wollt. Weil jeder empfindet das ja anders. Ihr seid auch nicht alleine damit, wenn wir vor dem Tannenbaum stehen und denken so, boah, nee, bitte nicht. Und auch wenn die ersten Weihnachtslieder erklingen und wenn das Fernsehprogramm umgestellt wird, wenn auf Netflix plötzlich nur noch Weihnachtsfilme laufen, ja, dann kommt die Weihnachtsgeschichte, dann kommt, ich habe keine Ahnung. So dass jedes Jahr Wiederkehrende kommt dann. Und dann sind wir angekommen in der Zeit. Und dann wird es schwierig. Ich für mich kann nur versuchen, damit umzugehen,
und kann nur versuchen, so wie wahrscheinlich viele von euch, das auszuhalten und das Beste daraus zu machen. Das Beste daraus zu machen heißt für mich, ich stelle mich so ein bisschen dagegen. Die meisten von euch werden wahrscheinlich zwischen Weihnachten und Neujahr frei haben. Und ich habe diese Zeit immer genutzt, um dieses Dagegenstemmen, das raubt Energie, das raubt viel Energie. Und ich habe die Zeit dann dafür genutzt, um wieder runterzufahren, um den Pegel so ein bisschen zu senken und die Sinuskurve so ein bisschen in Referenz zu bekommen, so ein bisschen in den Einklang zu bekommen. Dafür habe ich immer Weihnachten und Neujahr die Zeit dazwischen genutzt, die paar Tage, die da bleiben. Und ja, das ist so mein Vorgehen gewesen. Aber eine Lösung, wie man damit umzugehen hat, die habe ich nicht. Ich habe keine Paradelösung. Ich kann jedem nur sagen, dass man das Beste versucht. Man muss versuchen, das Beste daraus zu machen. Und wenn ich über dieses Thema spreche, ich weiß nicht, ob das in dem Podcast so rüberkommt, jetzt in dieser Folge so rüberkommt, dann habe ich einen ganz schönen Gedankenbrei und auch einen Gefühlsbrei. Und hoffe, ich habe das hier so einigermaßen sortiert rüberbringen können, wie sich das überhaupt für mich auswirkt, wie ich damit umgehe, wie das alles auf mich wirkt, damit ihr vielleicht da draußen ein Verständnis dafür bekommt und vielleicht selber irgendwas sortieren könnt, was schwierig ist, durchaus. Das sehe ich ein. Das sehe ich ein. Wir werden um diese Zeit nicht drum rumkommen. Klare Kiste. Wir werden um nichts herumkommen, was uns irgendwann noch erwartet. Und wir müssen ja mit allem lernen, umzugehen. Weil aufgeben nach wie vor ist keine Option. Also müssen wir uns auch dieser Thematik stellen. Wir müssen also so ein bisschen die Brust hochnehmen, nach vorne nehmen, die Schultern schön rausstrecken und sagen, okay, komm, dann auf da. Auf da, auf da. Ja? Und das Horn soll erklingen. Und wir gehen der Sache entgegen. Weil wir haben sowieso keine Wahl. Und wenn man keine Wahl hat, muss man das Beste draus machen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch die Wahl, indem er sagt, ich kann aber Weihnachten Urlaub machen und fahre irgendwie in die Karibik. Dem sei es gegönnt, der hat Glück gehabt. Der kommt um den ganzen Kram drumrum. Diejenigen, die hier bleiben, die müssen es aushalten. Und müssen versuchen, einfach das Beste daraus zu machen. Einfach versuchen, so ein bisschen die positive Stimmung der anderen, dieses liebevolle um Weihnachten, wenigstens so ein Stück weit in sich aufzunehmen. Und versuchen, das über die Tage rüberzutragen. Um danach kurz runterzufahren und danach das Jahr abzuschließen. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt um die Weihnachtszeit im Dezember, ob regelmäßig zwei Folgen die Woche kommen. Das weiß ich nicht. Weil auch ich muss mich darauf einlassen. Auch ich muss gucken, dass ich das alles irgendwo so für mich gedengelt kriege, sag ich mal. Und da fällt's dann auch, sag ich ganz ehrlich, wie es ist, da fällt's auch schwer, eine Folge zu machen. Da fällt es auch schwer, noch dazu darüber zu reden. Ihr wisst, ich habe schon in vielen Zuständen mit euch gesprochen, auch nach Panikattacken und dies, das, jenes in der Klinik. Aber das ist nochmal eine andere Qualität. Und da muss ich wirklich auch so ein bisschen auf mich selbst achten und dann auch wirklich nur eine Folge aufnehmen, wenn das wirklich, so wie jetzt gerade eben, möglich ist. Wenn das eine Woche nicht möglich ist, dann möge man mir das bitte nachsehen, aber auch ich muss in dieser Zeit ein bisschen auf mich achten. Ja. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet was mit der Folge anfangen, in welcher Form auch immer. Ich hoffe, dass ihr vielleicht so ein bisschen den Mut findet, ja, euch von den anderen Leuten, die Weihnachten wirklich als liebevoll und positiv sehen, euch davon ein Stück was anzunehmen, euch mittragen zu lassen. Es wenigstens zu versuchen. Ich werde das auch versuchen. Und ich glaube auch mit jedem Mal versuchen oder mit jedem Mal sich darauf einlassen,
lernt man immer noch ein Stück weiter damit umzugehen. Und ja, das ist die Essenz aus der heutigen Folge. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch sowieso für alles. Ich danke euch für den ganzen Support. Ich danke euch einfach für eure Treue, meinem Podcast und mir gegenüber. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Euer Sven.